Es war ein schönes Wochenende angesagt und plötzlich war alles anders. Shutdown des öffentlichen Lebens. So sehr es uns auch einschränkt, wir hatten Verständnis und machten uns noch einmal schnell auf den Weg, um Bärlauch zu pflücken. Selbstverständlich sicher, nur meine Frau, meine Schwiegertochter und ich. Mit nötigem Abstand haben wir gesammelt. So haben wir dann wenigstens genug Material, damit uns nicht so langweilig wird zu Hause. Was man hier alles grün sieht, das ist Bärlauch. Schön jung und frisch. Und keine Angst, ich habe auch mitgeholfen und nicht nur zugesehen und Drohne geflogen. Blauer Himmel, geschlossene Spielplätze und Menschen, die zu Hause bleiben. Das würde uns wohl die nächste Zeit erwarten. Aber egal, wir machen trotzdem das Beste aus der Situation. Zu Hause wird wieder ordentlich gewerkt. Bärlauchpesto, Bärlauchbrotfladen, Bärlauchsuppe und Bärlauchkimchi, eine Art eingelegter Bärlauch auf koreanische Art, werden bei uns gemacht. Wir vertreiben uns auf jeden Fall jetzt die Zeit zu Hause. Davon haben wir genug. Von der Zeit.